Games of the Hive, heute mal Zeborgia. Die Map habe ich irgendwie erst einmal eine Aufnahme gespielt und spiele die richtig selten, deswegen habe ich nicht mehr eine Chest Route. Aber ich weiß, dass es hier irgendwie ein Secret gibt und dafür brauche ich einen Key und der ist dann auf der anderen Seite. Nur ich weiß jetzt nicht, ob es das Haus ist oder das Haus, wo das Secret ist. Und was ich euch vorher nochmal zeigen wollte, ist, dass es jetzt einen neuen Befehl für Premium-Spieler gibt, und zwar Slash Toggle Rank. Und zwar, wenn man Slash Toggle Rank off macht, dann hat man kein Premium mehr, wie man hier sieht. Also das ist Captain Ring 99, der hat kein Premium, wie ihr seht. Und wenn man dann Toggle Rank on macht, hat man wieder Premium. Und das ist halt sowas wie Scramble für Premium quasi. Also man kann sein Premium quasi halt wegscramblen, also ja, unsichtbar machen quasi. Und das ist halt natürlich gegen Targeter und so auch ziemlich lustig. Und wenn man Toggle Rank off macht, also wenn man kein Premium mehr ist, und dann gleichzeitig noch, oh, da war noch eine Eisenhose, die hätte ich eigentlich gern bekommen, aber naja. Und wenn man dann halt letztlich noch scrambelt, dann ist es ziemlich cool, weil man auch einfach der heftigste Randy sein könnte. Und der Typ hat jetzt wahrscheinlich eine Waffe, deswegen laufe ich jetzt mal ganz schnell weg. Okay, hat er nicht, sonst hätte er mich jetzt gehittet. Okay. Ich habe keinen Plan, wo ich hier gerade rumlaufe. Irgendwie, ich laufe einfach in die Richtung und ich glaube, das war die dümmste Richtung, in die ich hätte gehen können. Ich weiß, dass da hinten sind irgendwo Bäume und ich weiß, dass da bei den Bäumen Tier 2 ist. Und ich weiß auch noch, dass halt, oh Gott, da hat eine Waffe. Wusste ich den mal weg. Und ich weiß auch noch, dass da hinten auf der ganz anderen Seite, glaube ich, der Key ist. Und mit dem könnte ich halt in dieses Secret rein. Und ich bin jetzt halt richtig dumm gelaufen. Und wenn der Typ mich targetet, dann raste ich richtig aus, weil, ja, das wäre nicht so cool. Okay, er läuft mir auf jeden Fall nach. Okay, haben wir ein bisschen Zeug noch bekommen. Ich boost ihn nochmal ein bisschen zurück, wenn ich treffen würde. So, nice. Dann haben wir jetzt nochmal ein bisschen Time. Und hier die Just. Oh nein, das war doch Crap, war das doch. Oh Gott, ich will eine Waffe oder ein Harnisch oder irgendwie sowas. Vor allem, ich treffe auch kaum mit der Angel. Dann daran, okay, ein Harnisch später. Nein, den habe ich nicht bekommen. Oh Gott, nein, da ist noch jemand. Oh nein, lass mich doch alleine. Was will der Junge denn von mir? Ich habe doch nichts. Jetzt ins Wasser und boost ihn einfach die ganze Zeit zurück. Ich bin jetzt so richtig der. Ja. Ja, was soll ich machen? Der Typ will mich für Kettenschuhe und einen Kettenhelm oder was? Verstehe ich nicht. So, jetzt mache ich den nochmal nach da. So, zack. Und jetzt haben wir auch schon sortiert. Jetzt gehe ich zu der Kiste zurück, weil ich den Harnisch möchte, und check die anderen Kisten ja auch nochmal. Das war der einzige Premium, der mich da so getargetet hat irgendwie. Okay, es war jetzt nicht wirklich targeten. Na okay, war es schon eigentlich. Also, ne? Aber naja, ist ja alles nochmal gut gegangen. Gerade so. Ich glaube, das war diese Kiste hier mit dem Harnisch. Yep, das war sie. Ich weiß, dass hier auf diesem Baum eine Tier 2 ist und da werde ich mich jetzt mal hochbegeben. Na, wobei, ich bräuchte eigentlich erstmal ein Schwert, bevor ich da hochgehe. Jetzt haben wir schon mal ein Level. Ich weiß, wo der Enchanting-Table ist sogar. Der ist nämlich in dem anderen Haus, also nicht bei dem Secret-Haus, sondern halt gegenüber quasi. So, und ich spiele übrigens mit dem Such Speed Texture Pack, was ich richtig geil finde. Ist richtig unnormal cool, finde ich. Und das war so eine schlechte Tattoo. Aber auf jeden Fall, das Texture Pack ist richtig geil. Also da könnt ihr mir nichts erzählen. Ich finde das so nice. Vor allem mit den Schwertern habe ich das Gefühl, ich mache die krassesten Ping-Hits. Also, ich kann damit ganz gut spielen. So, ja, hier, so sieht das Schwert aus. Finde ich eigentlich richtig geil, wenn ihr, also wenn ihr mich fragt, das ist richtig nice. Sixtoon Pack ist, hat er super gemacht, oder? Okay, er hat es wahrscheinlich nicht gemacht, aber der es gemacht hat, hat es super gemacht. Vor allem die Texturen passen alle perfekt zusammen, das sieht so geil aus. Und wenn ihr es haben wollt, dann guckt einfach mal Such Speeds Kanal vorbei. Ist in der Videobeschreibung. Nicht, weil ich das eh vergessen werde, aber ihr könnt auf jeden Fall einfach nach ihm suchen. Halt, Such Speed eingeben und dann findet ihr wahrscheinlich ein Video und da wird dann ja. So, mal wieder eine Störung hinter mir. Ich habe das Gefühl, dass ich ab jetzt in jeder Aufnahme gestört werde, warum auch immer. Aber, naja. So, auf jeden Fall, wenn ihr Sextoon Pack haben wollt, halt bei Such Speeds Kanal vorbeischauen. Ja, aber ich finde es irgendwie richtig nice. Und irgendwas wollte ich eben noch erzählen, aber das habe ich jetzt vergessen. Wo war ich denn gerade? Ich habe irgendwas erzählt über. Ich weiß es nicht mehr, ich habe es vergessen. Gut gemacht, Mama. Oh Gott, wir haben zwei Level und kein Steinschwert, das ist nicht so geil. Ich überlege gerade, was könnte ich noch enchanten? Ich könnte einen Bogen noch enchanten, das würde es vielleicht doch sogar bringen. Aber ich habe. Okay, ich habe acht Pfeile. Nur ich habe halt keinen Bogen, das ist ein bisschen doof jetzt.
Aber ich überlege gerade, was, wo war ich denn eben? Jetzt habe ich es total vergessen. Super, gut. Oh Gott. Naja, so. Auf jeden Fall gibt es auch noch eine andere Neuerung auf Hive. Und zwar ist das, wenn man... wenn die Runde zu Ende ist, dann sieht man einmal seine Stats quasi für die Runde. Also man sieht, wie viele Leute man getötet hat, wie viele Punkte man plus oder minus gemacht hat, je nachdem halt. Und man sieht auch, ich glaube, wie viele Kisten man geöffnet hat und sowas. Also man sieht quasi, ja, so eine kleine Stats-Ansicht, wo man halt gewinnt oder stirbt. Und das finde ich auch eigentlich ziemlich nett. Das finde ich ist echt gut geworden. Das hat mir irgendwie auch noch so ein bisschen gefehlt. Ich weiß nicht, wie ich in die Kiste rankomme, so ohne Super Kitchen. Ich glaube, ich kann hier in die Tür rein. Da ist sogar eine Workbench drin. Okay, das merke ich mir. So, ja, hier kann ich rein. Das ist gut. Ein Kettenharnisch. Das ist doch nice. Und hier war irgendwo die Workbench. Ja, dahinter ist die Workbench. Okay. Kann ich mir ja mal merken. Da haben wir schon mal das Steinschwert, das ich gebraucht habe. Perfekt. Und dann gehe ich jetzt mal zu dem Enchanting-Dingsens. Nachdem ich hier unten bei der Kiste war, weil da ein Bogen... Okay, doch nicht. Oh Mann, wenn ich jetzt einen Bogen hätte, wäre es richtig gut, weil dann hätten wir richtig nice Stuff eigentlich. So, Bogen, enchanteter Bogen und enchantetes Steinschwert ist richtig gut eigentlich. Vor allem, weil ich 8 Pfeile habe und hinter mir ist jemand. Mit 7 Rüstungspunkten, so wie es aussah. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe seine Schuhe nicht gesehen. Aber, oh Gott. Okay, er hat 7,5. Full Iron ist hinter mir. Yeah, was soll ich da machen? Ich habe keinen Bogen. Aber ich wollte gerade ins Wasser gehen, um mit dem Bogen zu schießen. Aber ich habe ja nicht mal einen Bogen. Natürlich jetzt ein bisschen uncool, ne? Da oben ran. Oh, kein Bogen. Ich brauche doch nur einen Bogen. Und ich habe jetzt gerade diesen Chest-Glitch gemacht. Das tut mir leid. Aber, naja. Das war ja nicht mit Absicht, wirklich. Oh. Oh Gott, der ist so dicht hinter mir, ne? Ich weiß nicht, warum. Ich hatte das Gefühl, dass er hackt. Habe ich irgendwie so ein Gefühl. Er hat so einen typischen Hacker-Skin irgendwie, finde ich. Solche Randy-Skins sind irgendwie immer die Hacker-Skins. So, mal gucken. Okay, an mich ranfliegen tut er schon mal nicht. Das ist doch was. Oh, komm, hier oben, bitte einen Bogen, bitte Bogen, bitte Bogen, bitte einen Bogen. Ist nicht deren Ernst, oder? Was mache ich denn jetzt? Oh, ich treffe einfach gar nicht mit der Angel. Muss ich mal wieder ein bisschen üben. Das kommt davon, wenn man es nicht die ganze Zeit macht. Glaube ich, weil es geht ja Five nicht. Ich könnte mir gleich mal seine Records angucken und gucken, ob das Hacker-Stats sind. Wie heißt denn der? Irgendwas mit Kitten. Records. Nee, sieht gar nicht mal nach Hacker-Stats aus, aber es könnte gescrambled sein. Vielleicht ist das so ein Premium. Der halt Premium weggemacht hat und gescrambled hat. Dann kommt gleich noch einer. Ja, lass ich kämpfen. Dann stopp ich ab. So macht das der Pro. Das ist einfach übelst der Noob. Die da. Ich will die eigentlich nicht mehr töten. Oh Gott. Die rackt mich mit ihren Blockhits, ne? Okay, hier, komm her. Oh Gott. Was mache ich denn jetzt? Ich könnte OP-TNT machen. Okay, die geht auf ihn. Dann, zack. Okay, nice. Das war richtig gute Combo. So, dann hier mal kurz Inventar sortieren. Ich weiß, dass es eine Eisenhose war, deswegen ziehe ich die Kettenhose noch nicht an. Die hat eigentlich Full Iron. Und ich habe gerade die Sticks weggeschmissen, läuft. Ich glaube, zum Spawn würde ich eh nicht mehr kommen. Ich gehe jetzt schnell enchanten noch. Das hier drinne. Das ist quasi um die Ecke. Habe ich einen Bogen? Ich habe auch keinen Bogen. Was soll ich noch enchanten? Harnisch oder so? Na, ich weiß nicht. Ich überlege mir das gleich nochmal. Ich könnte die Angel enchanten. Warum auch immer. Ich glaube, es geht gar nicht mit Level 1, aber kannst du mal probieren. So, oh, der. Ja, 2 Level. Wahrscheinlich, Alter. Der dreht mich jetzt 2 Level an. So, kann ich die Angel enchanten? Oh, ich kann die Angel nicht enchanten. Ich konnte nicht raufklicken, falls ich es nicht erkannt habe. Das ging nicht. So, keine Ahnung, ich enchante jetzt einfach mein Harnisch noch oder was. So, haben wir einen enchanteten Harnisch. Full Iron. Läuft doch. Läuft doch langsam. So, übrigens bin ich ein bisschen krank, deswegen bin ich vielleicht etwas langsam oder rede irgendwie komisch oder höre mich komisch an oder so. Es liegt daran, dass ich etwas krank bin und mich eigentlich gar nicht so in der Lage fühle, aufzunehmen, aber den Bogen, den will ich. Aber naja, irgendwie muss ich es ja doch machen. Nicht wahr? Schätzelein, gib mir deinen Bogen. Danke, danke. Okay, jetzt hier zack, 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 zack. Ich habe auch ein Feuerzeug, fällt mir gerade auf. So. Was sind die anderen beiden? Die Schlawiner. Einer sneakt da nicht. Der steht da einfach nur. Und der andere wahrscheinlich auch. Oha, das ist ein heftiges Deathmatch, muss ich schon sagen. So. Hallo. Bam, bam. Hauptsache, er überlebt es einfach. Okay, noch einen. Er hat 3 OP-Tenti überlebt.
Wie low ist der bitte? Okay, never mind. So, brauche ich davon noch irgendwas? Ich glaube nicht. Dann racken wir jetzt nochmal den letzten Noobie Boy. Hallo. Komm her. Komm her. Komm her. Boah, okay, er rackt mich. Er rackt mich einfach. Jetzt mal Inventar sortieren. Und zack. Ja, er brennt. Oh, ich rack ihn so. 10 Hearts. Okay, es war nicht 10 Hearts. Ich glaube, er verbrennt jetzt. Dürfte er eigentlich. Oder auch nicht, aber jetzt verbrennt er. Okay, er ist nicht reingelaufen, also wird er wahrscheinlich nicht verbrannt. Zack ist One-Hit. Oh. Okay, war so. Und das sind jetzt doch einmal die ganzen, quasi die Game-Stats. Und zwar habe ich ein Game gespielt. 35 Kisten geöffnet, ein Victory in dem Spiel gemacht, ein Deathmatch, 4 Kills und 126 Punkte. Das ist ein ziemlich schlechtes Stats eigentlich. Aber an sich finde ich, ist das eine richtig coole Neuerung. Deswegen würde ich sagen, wenn ihr ein bisschen geschaut habt, schreibt einfach mal Hashtag Stats in die Kommentare. Und was ich jetzt wahrscheinlich machen werde, wäre, ich kann vielleicht ein paar Gameplays aufnehmen und mir Themen für Commentaries überlegen, weil ich dann ein paar Commentaries machen könnte. Also wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, dann könnt ihr mir die auf jeden Fall mal schreiben. Und ansonsten würde ich halt sagen, wir sehen uns bei einem weiteren Video. Haut rein und ciao!